Ich möchte Sie nur erinnern, wir sind alle nicht wahlberechtigt in Griechenland. Sie haben da eine Rede gehalten wie im griechischen Parlament. Ich war ganz verwirrt. Vielleicht wollten Sie uns auch nur zeigen, wie es dort zugeht. Ja? Aber ehrlich gesagt, damit kann ich gar nichts anfangen. Oder Sie wollten Sie bewerben als die Nachfolger für Samaras, der nämlich gerade zu Recht endlich gegangen ist, wie alle Medien grenzüberschreitend geschrieben haben, einer der Hauptverantwortlichen für dieses ganze Desaster dort, ein Repräsentant der alten Kaste der Korrupten, der nicht einmal zur Schlusskundgebung der Befürworter des Ja hingehen hat können, weil alle gesagt haben, man muss sich verstecken, ja, weil er einer der Hauptverantwortlichen ist. Also das nächste Mal bitte auf Griechisch und nicht auf Deutsch, wenn Sie wieder dazu Stellung nehmen wollen. Aber ich will. Ja, aber wahrscheinlich haben Sie auch nur die griechischen Medien, nicht die deutschen Medien gelesen. Dort steht nämlich fast in jedem zweiten Artikel, wer wirklich Zauderer und Zögerer ist, nämlich die Frau Merkel. Ja, das ist mir ist der Tsipras egal. Der Tsipras hat. Na, Merkel. Ja, nur die Trümmerfrau ist auch nicht gerade eine Werbung für die Frau Merkel. Ja, die Trümmerfrau ist Ackerwerbung. Ja, ich sage das nur, wie es ist. Aber wir können das Ganze noch erweitern. Er hat es zumindest jetzt geschafft, dass er in Brüssel dort sitzt mit dem Pouvoir aller Parteien im griechischen Parlament, außer rechts und links außen. Und damit hat er jetzt ein Verhandlungspouvoir plus das Ergebnis des Referendums. Und jetzt hoffe ich, dass was Gescheites herauskommt. Und das wird sich jetzt herausstellen. Und gescheit ist was? Und jetzt muss man endlich einmal für die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einmal dort deutlich was sagen. Ja? Die wollen eine Lösung haben, wo sie die Chance haben, dass möglichst viel von ihrem Geld wieder, wie auch immer, zurückkommt. Und das bedeutet, dass man nicht Hilfs-, sondern Wachstumsprogramme braucht. Programme, wo es dort Beschäftigung, Aufschwung gibt, wo man Handel treiben kann, wo wir Steuereinnahmen haben und wo sie allfällig Schulden zurückzahlen können. Alles andere geht zu Lasten des österreichischen und europäischen Steuerzahlers. Und daher bin ich dafür, dass genau diese Linie eingeschlagen wird. Und jetzt kommen jetzt so die Grexit-Befürworter und Pleite-Befürworter, die sind mir ja die Liebsten. Wenn sie da herausgehen und sagen, Grexit, Grexit, ja, alle sagen, ja, Grexit ist die Lösung, kein Mensch weiß, was das ist. Ja. Gerade nur irgendwie ist ein Euro raus, keiner weiß wohin, dann reden sie von irgendwelchen Schuldscheinen oder sonst irgendwas. Das ist die teuerste Lösung. Das wird Ihnen auch jeder Ökonom schildern, bis auf den Herrn Sinn, dem sinnlosen Herrn Sinn. Ja? Aber sonst haben alle in Wahrheit bis jetzt nachgewiesen, dass der Grexit, das sagen seine Nachfolger in dem Institut, nicht ich. Ja, ich würde mir das wagen, das zu sagen, aber die sagen das. Und das ist das teuerste in Wahrheit für den Steuerzahler. Da werden die Haftung anschlagen. Da zahlt gleich Deutschland zahlt gleich noch 50, 80 Milliarden. Und zwar auf nimmer Wiedersehen. Und in Österreich sind 10 Milliarden oder 9 Milliarden weg. Und zwar auf nimmer Wiedersehen. Und das ist daher kein Konzept in Wahrheit. Und daher bin ich der Meinung, dass man eine andere Lösung anstreben sollte. Ja, sollte, es muss ja einen Konsens geben. Und daher muss man das auch sagen und sich in diese Richtung hin orientieren. Herr Klubermann-Strache, Sie haben Mut eingefordert. Das einzige Mutige an Ihrer Rede war, dass Sie die Hyperalpeade erwähnt haben. Das muss ich schon sagen. Denn wo waren Ihre Vorschläge? Was haben Sie hier auf den Tisch gelegt? Ich meine, naja, mit Überschriften arbeiten, das hat auch Tsipras teilweise gemacht, mit Überschriften gearbeitet. Aber Sie wollen sich ja von Tsipras absetzen, Sie sind ja die Alternative, der Anti-Tsipras. Also müssen Sie hier bitte auch etwas auf den Tisch legen. Und das haben Sie nicht getan, daher war das nicht mutig und daher war das auch keine Hilfe. Aber ich möchte noch was sagen, weil in der heutigen Zeit der Bernd Ulrich in einem Leitartikel was ganz Wichtiges sagt. Er sagt, abgesehen davon, dass er meint, da ist ein traditionell dysfunktionales System durch den erschummelten Eurobeitritt ungesund liquide geworden und hat mit dem Billigengeld genau dieses System gemästet, solange bis nichts mehr ging. Nun stehen die Griechen ein verspäteter Reformprozess vor der Tür. Treffender kann man es nicht beschreiben. Die Schuldfrage können wir dann diskutieren, die wissen wir, das haben wir eh schon x-mal erwähnt. Aber ich sage nur was, es gibt ein paar, die meinen, wenn man jetzt in Richtung Megafinanzminister
Einschränkung der nationalen Budgetsouveränitäten der Parlamente, wenn man in diese Richtung geht, das will ich schon gar nicht. Nach der Performance der Troika, die mit ihren Prognosen dauernd daneben gehauen hat und gesagt hat, plus 3,5% Wachstum und dann kommt minus 25% raus, Ansteigen der Arbeitslosigkeit, Sinken der Beschäftigung, Reduktion im Pensionssystem. Und jetzt gibt es sogar eine Diskussion in New York an der Frau Lagarde und für dieses Chaos, was die bei den Verhandlungen mit zu verantworten hat. Und die ganze Troika, das muss man auch dazu sagen, wenn man über die zu Recht Kritik an Tsipras und Co. hier äußert. Und das will ich nicht. Weil das Nächste, was dann kommt, ist, dass, wenn das kommen sollte, das österreichische Pensionssystem, das die österreichische Krankenversicherung, das österreichische Gesellschaftsmodell, die Infragestellung dessen, was die Österreicher und Österreicher kämpft haben hier. Und das können wir nicht wollen hier. Das bin ich tief davon überzeugt. Außer man will überhaupt, dass es eine neue Ordnung gibt. Russland, China, Indien, Brasilien hat sich schon positioniert. Griechenland, Russland, China. Ich weiß nicht, wer das will. Ich will das nicht. Ich will haben, und da bin ich übrigens total der Meinung vom Globalmann Schieder, ein starkes Europa, eine starke Eurozone, dass wir hier auf Augenhöhe mit den anderen ökonomischen Zentren agieren können. Ein Friedensprojekt, das es da nicht hier wirklich wieder eine Entwicklung gibt, wie wir schon von Jahrzehnten hatten. Das ist das, was wir hier wollen sollen. Und für das lohnt es sich, in dem Zusammenhang auch zu kämpfen, und zwar wirklich zu kämpfen. Naja, und vielfach ist es natürlich überfrachtet, diese ganze Diskussion, wo halt mit Rezepten, Ideologien gearbeitet wird. Und da stimme ich dem Herrn Bundeskanzler natürlich zu. Die Armen, diejenigen, die vor den Bankomaten stehen, diejenigen, die jetzt den Preis dafür zahlen, und die Superreichen, die in der Schweiz ihr ganzes Geld schon längst ins Trockene gebracht haben. Aber da braucht man eine größere Lösung. Eine größere, die geht weit über dieses Problem mit Griechenland hinaus, dass man die Steuerhinterzieher, die Steuervermeider, die Tolerierer dieser Entwicklung, und wo sitzen die, die die Finanztransaktionssteuer behindern und die als erstes über Referendum gesprochen haben? In London sitzen die, der Herr Cameron ist es. Das sind diejenigen, die in Wirklichkeit die Totengräber sind. Das muss man hier mal in aller Deutlichkeit auch im österreichischen Parlament sagen. Griechenland braucht Wachstumsprogramme und keine Hilfsprogramme, sagt Josef Czap. Und er spart nicht mit Kritik an Tsipras, aber auch nicht an der Troika.